Aufgerissene Fäuste und zusammengebissene Lippen. Der Wetterbericht lag wieder falsch. Wenn alle zufrieden sind, gibt es ein Problem. Und jeder Kampf läuft so ab, dass ich gegen Ende fragen muss: Wie wär's mit deinem Unentschieden? Mit deinem Schwert und den Klingen und deinem verrosteten Schild. Du brauchst das Pferd nicht satteln, ich reite sowieso nicht weit raus. In der Stadt sind alle ängstlich seit dem letzten Überfall. Unterhalten sich die jungen Leute über die guten alten Tage. Die Läden schließen früher und die Alten vermieten die Zimmer ihrer verstorbenen Lebensgefährten. Für eine Nacht an Vorbeifahrende mit schlechten Fotoapparaten und einer verdächtigen Freundlichkeit. Ich werde heute nicht mit meinen Händen unter dem Kissen schlafen. Ich werde heute nicht mit meinen Händen unter dem Kissen schlafen. Ich fotografiere, ich habe Urlaub. Ich schalte den Blitz an, denn die Sonne scheint doch nicht so hell, wie die Vorhersagen es vermuten ließen. Erst das Licht, dann der Schall. Ich sehe die Stadt durch die Tür, mein Guckloch ist der Sucher. Und wenn ich mir was merken möchte, drücke ich ab. Gestern gab es Verletzte, ich suche die Überreste der roten Farbe, die den Körper verlässt, wenn jemand sich beispielsweise das Knie aufschürft. Dort steht wer, nachdenklich, ich schieße. Wenn ich ihn später in der Dunkelkammer entwickle, werde ich mir Gedanken über ihn machen. Nur bei der Masse an Fotos bleibt dafür nicht viel Zeit. Auf welchen Boden haften meine Schritte? Manchmal kann ich mir nicht. Manchmal. Auf welchen